Dann rufe ich jetzt auf Tagesordnungspunkt 60 mit 84 mit 86. Das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Abo-Skandal aufklären, 20-3468. Ich darf als erstem Redner dem Kollegen Janky Pürsün das Wort erteilen. Janky Pürsün, es ist zu laut. Darf ich darum bitten, dass die Gespräche außerhalb des Plenarsaals geführt werden? Jetzt hat das Wort der Kollege Pürsün. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Anfang des Jahres haben wir uns hier in diesem Haus schon einmal mit dem AWO-Skandal beschäftigt. In der Zwischenzeit wurde überdeutlich, dass sich einige in und an diesem System bereichert haben. Wer nicht will, dass alle Wohlfahrtsverbände und ihre Mitarbeiter in den Dreck gezogen werden, der beteiligt sich an der Aufklärung. Der beteiligt sich an der Aufklärung oder schweigt. Ich habe seit November schon eine Reihe von Fragen zu den Vorgängen in der AWO gestellt, zu den Ausschreibungen und Beschäftigungsverhältnissen, zu den Verstrickungen von Politikern. Fragen, die sich eigentlich jeder stellen musste. Werte Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, welchen Beitrag haben Sie geleistet, um die Vorgänge aufzuklären? Was hat die GRÜNE-Fraktion seitdem gemacht und besprochen? Wurde eine Abwehrstrategie entwickelt, z.B. dauerhaftes Schweigen? Ist Ihr Antrag Teil dessen? Ein Antrag, der mit vielen Worten nichts sagt. Aus Respekt vor dem Präsidenten äußere ich mich nicht explizit zum erneuten Prüfverfahren rund um den grünen Abgeordneten. Es ist ein Skandal, dass es dazu überhaupt kommen konnte. Jetzt noch seitens der GRÜNEN-Fraktion behaupten zu wollen, man habe nichts gewusst und nichts mitbekommen, das geht nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, erklären Sie sich bitte alle heute. Woran sind wir im Lande Hessen mit den GRÜNEN? Zu allem Überfluss machen sich die GRÜNEN in Ausschusssitzungen auch noch lustig über den AWO-Skandal. Der Kollege Felix Martin zum Beispiel hat sich über das BfH-Urteil lustig gemacht, in dem von einer Selbstbedienungsmentalität die Rede ist. Über diese Mentalität sollten Sie, Kollege Martin, nicht lachen. Sie sollten Schaden von Hessen abwehren. Und werter Kollege Bocklet, es geht hier nicht um eine Vorverurteilung. Ein Abgeordneter, der mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist, muss jeden Zweifel ausräumen. Seine Fraktion und er müssen versichern können, dass die Sozialpolitik, für die er im Parlament und im Ausschuss sitzt, nicht schädigt. Das ist nicht geschehen. Und mit Verlaub, ich habe so meine Zweifel an den Erfolgschancen bei dem Versuch, die Vorwürfe und Zweifel zu zerschlagen. Hier wurde in hohem Maße moralisch verwerflich gehandelt. Der geschriebene Lebenslauf des Kollegen Burcu weist so viele Fragezeichen auf, dass es in seinem Interesse ist, diese auszuräumen. Es wird höchste Zeit, alles offenzulegen und zu den Vorwürfen klar Stellung zu beziehen. Ich will dem Kollegen Burcu wie allen anderen im AWO-Skandal eine Brücke bauen, um aus diesem Sumpf wieder herauszukommen. Und dieser Weg erfordert das Offenlegen aller relevanten Tatsachen. Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, ist der Kollege Burcu anscheinend völlig egal. Er begibt sich immer weiter ins Abseits, und Sie schauen nur zu. Die grüne Fraktion hat dem Kollegen Felix Martin, wie er heute ausgeführt hat, einen beruflichen Rat gegeben. Er ist froh, diesem Rat gefolgt zu sein. Wie lautete denn der berufliche Rat der GRÜNEN-Fraktion an den Kollegen Burcu? Folgt er auch dem GRÜNEN-Rat und ist froh? Die Vorwürfe gegen den Kollegen Burcu waren schon letzten Dezember klar. Falsche Angaben zur Anstellung, rückdatierte Arbeitsverträge, wechselnde Titel, Geschäftsführer, Jurist, Werkstudent, ein Auto, das nicht zustand, viel Geld, wenig Arbeit. Die Angaben zum Lebenslauf sind so vage und unterscheiden sich von Mal zu Mal zu sehr, als dass das nicht auffallen konnte.
Die Angaben zu Uwe Prussow sind so ungenau, wie ein gründender Geschäftsführer sie nicht angeben würde. Interessant ist auch der Blick in die Wikipedia-Eintragshistorie des Kollegen, des grünen Kollegen. Da wurde fleißig Hand angelegt. Das alles hätte selbst den Grünen auffallen müssen. Die Frage, die sich nicht aufdrängt, wusste niemand bei den Grünen Bescheid. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass bei einem jungen, neuen Abgeordneten nicht der eine oder andere eine Mentorfunktion übernimmt. Ich hätte auch eine Vermutung, wer es ist. Wusste niemand, ob die Angaben auf dem Wahlzettel, die von den Grünen eingereicht wurden, überhaupt stimmen. Nach so vielen Medienartikeln und eindeutigen AWO-Erklärungen wird die Luft aber langsam dünn. Ist jetzt nicht endlich Zeit, reinen Tisch zu machen? Bleibt ein grüner Landtagsabgeordneter letztlich der einzige aus dem AWO-Insiderkreis, der keine Konsequenzen ziehen muss? Ich appelliere an die Grünen. Öffnen Sie die Augen, kommen Sie in der Realität an. Wollen Sie weitere Jahre einfach nur schweigen? Die Frage geht aber auch an die CDU. Übrigens haben CDU und Grüne heute in Frankfurt die Beratung der AWO-Vorlagen der FDP allesamt verweigert. Die Stadtverordnetenversammlung tagt parallel. Wir werden dann mal sehen, ob der Kollege Manfred Penz als Generalsekretär der CDU weiterhin schonungslos Aufklärung fordern wird, wie noch im Januar. Und der Kollege Schad hat schon was getwittert. Interessanterweise äußert er sich aber nur zur SPD. Da hat er was vergessen. Werden wir gleich sehen, ob da noch mehr kommt. Gibt es neben den Formaten Grün spricht und Grün wirkt auch Grün schweigt, Grün leugnet, Grün steckt den Kopf in den Sand? Warum äußert sich der grüne Kollege nicht selbst? Darf er sich nicht äußern? Werter Kollege Bocklet, ich zitiere aus Ihrem Redebeitrag von vor 8 Monaten. Da haben Sie hier an dieser Stelle gesagt, Zitat Anfang, wir erneuern hier unsere Forderung, dass diese Vorgänge in Frankfurt auf allen Ebenen rückhaltlos aufgeklärt werden. Auch wir sind bereit, Konsequenzen zu ziehen, wenn es denn sein muss. Zitat Ende. Daran möchte ich Sie heute doch gerne noch einmal erinnern. Ziehen Sie Konsequenzen. Ines Klaus sprach vorhin in einer so unsicheren Lage. Liebe Ines Klaus, ich vervollständige das. In einer so unsicheren Lage stellt man Hessens Zukunft nicht so wackelig auf. Diese Regierung hängt von einer Stimme ab. Die Stabilität dieser Landesregierung steht auf dem Fundament des AWO-Skandals. Das ist ein sehr wackeliges Fundament. Wollen Sie diese Konstellation den Hessinnen und Hessen zumuten? Was sagt das Gewissen dazu? Die eigenen Wertvorstellungen, die Haltung, werte Kollegen der Grünen und CDU. Für uns Freie Demokraten ist es eindeutig. Wir und dieses Haus sind es Bürgerinnen und Bürgern schuldig, bis zum Schluss für die Aufklärung des AWO-Skandals zu sorgen. Für die Grünen scheint es nicht wichtig zu sein. Können Sie hier an dieser Stelle gleich erklären. Wir bleiben dran. Wir lassen nicht locker bis zum Ende, wie sehr auch andere ablocken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Nächster Redner ist der Abgeordnete Max Schad für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im zurückliegenden Jahr hat die AWO ihren 100. Geburtstag gefeiert. Sicherlich hat der eine oder andere der Kollegen hier im Haus Veranstaltungen zu diesem Anlass besucht. Es gab bewegende Reden zu den Anfängen der AWO, zu mutigen Pionieren wie Marie Juchacz und anderen, die in Weimar, die im Nationalsozialismus und aber auch im zerstörten Nachkriegsdeutschland selbstlos für andere Einsatz und Haltung gezeigt haben. Im Kopf habe ich viele den berühmten und den viel zitierten Ausspruch der AWO-Pionierin Lotte Lemke, die den Geist der AWO so beschreibt, dass es kein von oben geben und von unten empfangen geben darf.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Zweifel, zwischen Persönlichkeiten wie Lotte Lemke und dem Gebaren bzw. den beinahe mafiösen Strukturen der Gruppe um das Ehepaar Richter liegen Lichtjahre. Einzelne haben dem Ansehen der AWO massiv geschadet. Niemand in diesem Land hat Verständnis dafür, dass sich unter dem Deckmantel sozialer Arbeit Funktionäre die Taschen vollgemacht haben. Und man fragt sich schon, wie kann es sein, dass sich das eben zitierte Selbstverständnis so ins Gegenteil verdreht hat? Ein Einfallstor liegt sicherlich in der unbestritten notwendigen Professionalisierung der Strukturen. Denn die AWO von damals, die gibt es ja nur noch so im Kleinen. Im Großen ist daraus ein Sozialunternehmen geworden. Ein Sozialunternehmen, auf das wir aber dringend angewiesen sind. In der Kinderbetreuung, der Altenpflege, der Integrationsarbeit und, und. Ein Sozialunternehmen, dessen Kompetenz in seiner Breite hier sicherlich niemand bestreitet. Und ein Sozialunternehmen, das mit über 20.000 Menschen ein großer und wichtiger Arbeitgeber ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es in diesem Zusammenhang noch einmal wichtig, auf die Dimension der ehrenamtlichen Arbeit bei der AWO einzugehen. Es ist schlimm, dass sich jetzt viele, die ehrenamtlich für die AWO, die Mitmenschen helfen, die täglich ihr Bestes geben, für Funktionäre der eigenen Organisation schämen müssen. Viele von uns haben in ihren Wahlkreisen Beispiele von Persönlichkeiten der AWO vor Augen, die es nicht verdient haben, jetzt in einen Topf geworfen zu werden mit den Verantwortlichen in den betroffenen Kreisverbänden. Gleiches, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO. Mitarbeiter, die in den Seniorenheimen, den Kitas oder den Beratungsstellen tadellose und wichtige Arbeit leisten. Aber auch die Wohlfahrtsverbände insgesamt stehen jetzt unter Generalverdacht, und dies in einer ohnehin schweren und belastenden Zeit. Es liegt daher jetzt vor allen Dingen an der AWO, reinen Tisch zu machen, das bisherige Gebaren zu hinterfragen und sich so aufzustellen, dass gieriges Zugrapschen in der Zukunft nicht mehr möglich ist. Es gilt, Widersprüche aufzulösen. Überdimensionalen Luxuskarossen und Luxus vom Feinsten auf der einen Seite und Menschen, die sich im Bereich der Seniorenheime etwa kaum noch einen Platz leisten können oder sich für einen dünnen Lohn in der Pflege reinhängen müssen, das alles passt einfach nicht zusammen, und das tut der AWO nicht gut. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Forderung der FDP, veruntreute Steuer- und Sozialbeitragsmittel konsequent zurückzuholen, das unterstützen auch wir ausdrücklich. Und wir sind gespannt, ob die von der AWO eingesetzte Kontrollkommission tatsächlich zum Kern der Sache vordringt. Unsere Erwartung ist klar. Ein taktisches Zurückhalten von Informationen, ein Schützen von belasteten Verantwortlichen, das Präsentieren von Bauernopfern, all das werden wir nicht dulden. Gleiches gilt für die Schaffung von verlässlich kontrollierenden Strukturen. Klar ist, ein Weiter-so, das darf es nicht geben. Das, was in anderen Wohlfahrtsverbänden funktioniert, muss auch bei der AWO flächendeckend möglich sein. In Hessen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Thüringen. Ein richtiger Schritt ist in diesem Zusammenhang, dass wir in einer Transparenzdatenbank in der freien Wohlfahrtspflege arbeiten. Damit werden Organisationsformen, Akteure und öffentliche Zuwendungen für jeden einsehbar. Ein ganz wichtiger Schritt. Für uns in der Politik heißt es jetzt Haltung zeigen. Haltung zeigen bedeutet, klar zu sagen, was ist, und den Fokus auf die wahren Probleme zu legen. Haltung bedeutet auch, zu seinen Fehlern zu stehen. Und da schaue ich insbesondere in die Richtung der SPD. Und da muss ein Oberbürgermeister Feldmann, der sich schätzungsweise irgendwo zwischen Mahatma Gandhi, Willy Brandt und Chuck Norris sieht, schon ertragen, wenn man seine Aussagen hinterfragt und den eigenen moralischen Anspruch auch an ihn anlegt. Als die Ehefrau von Herrn Feldmann bei der AWO eingestellt wurde, hatte man einfach die reguläre Einstufung durchgestrichen und um 6 Stufen erhöht. Niemand kann hier ernsthaft geglaubt haben, dass dies ein angemessenes Vorgehen ist. Ob der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt vom Gehalt seiner Frau und den Geschäften seiner Freunde, dem Ehepaar Richter, wirklich nichts wusste, daran bestehen zumindest Zweifel. Was wir aber jetzt schon eindeutig beurteilen können, ist der unfassbar überhebliche Umgang des OB Feldmann mit dieser Affäre. Monatelang hat Oberbürgermeister Feldmann in Frankfurt 80 schriftliche Anfragen zum Thema weitestgehend unbeantwortet gelassen. Aufklärungswille, liebe Kolleginnen und Kollegen, der sieht anders aus. Während sich die AWO zumindest in der Realität stellt, ducken sich die SPD-Verantwortlichen weitgehend weg. Ob die für heute angekündigte Fragestunde in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung daran grundsätzlich ändert wird, bleibt abzuwarten.
Gerade die Tage habe ich mit einem Kollegen gemutmaßt, was wohl los wäre, wenn ein solcher Skandal im Umfeld der CDU aufgetreten wäre. Vermutlich hätte es schon die 10. Aktuelle Stunde gegeben der SPD hier zu diesem Thema. Sondersitzungen der Sozialausschüsse hätte es gegeben, seitenweise Berichtsanträge, Frau Böhm, Vorwürfe der Arroganz und Ignoranz im Viervierteltakt. Wir alle können uns das nur zu gut vorstellen. Die SPD, die sich sonst gerne zum Chefaufklärer aufschwenkt, wird plötzlich ganz still. Und noch schlimmer, sie zieht sich gerade in der Person des OB sogar noch als Opfer einer Kampagne. Der OB sprach auf dem SPD-Parteitag in Frankfurt von der sogenannten AWO-Affäre und von alten Kamellen. So viel Realitätsverlust, liebe Kollegen, ist schon einmalig in Deutschland. In Wiesbaden und Frankfurt hat sich die AWO zum Selbstbedienungsladen mancher Genossen entwickelt. Der Verantwortung müssen sich die Sozialdemokraten jetzt auch stellen. Sie haben bei dieser Aufklärung eine ganz besondere Verantwortung. Ich will das noch einmal aufgreifen aus der Justizdebatte von gestern. Da hat der Kollege Kummer gesagt, ich zitiere, politische Verantwortung zu übernehmen, ist Teil der politischen Moral. Ich frage mich ganz konkret, wo ist denn diese Moral jetzt? Deshalb mein Appell, liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, zeigen Sie Haltung. Bringen Sie Ihre Genossen jetzt dazu, Aufklärung ernst zu nehmen und nichts zu verschleiern. Denn nur wenn die SPD mitzieht, kann die AWO Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und lieber Kollege Pürsün, ich habe ja Verständnis dafür, dass Sie in Ihrer Rolle als Oppositionspolitiker mühsam danach suchen, einen Keil in diese Koalition zu treiben. Hat es ja eben sehr deutlich gemerkt. Einzig, es wird Ihnen nicht gelingen. Der Kurs dieser Landesregierung jedenfalls ist klar. Dort, wo sie ihren Beitrag zur Aufklärung leisten kann, da tut sie das, ohne aber die Arbeit der Ermittlungsbehörden zu beeinträchtigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schad. Nächster Redner ist der Abg. Markus Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke fürs Wischen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben das Ganze schon einmal hier im Januar diskutiert. Wir alle waren von den Vorwürfen, und ich spreche jetzt von Vorwürfen, angewidert, die da zutage traten, über die Frage, wurden Verträge abgeschlossen, wurden Millionen gezahlt, Leistungen nicht erbracht. Wir alle haben hier schon einmal gestanden und haben gesagt, wir fordern eine rückhaltlose Aufklärung, und wenn die erfolgt, werden wir auch darüber urteilen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, es gibt eine Kontrollkommission, eine innerverbandliche Kontrollkommission bei der Arbeit der Wohlfahrt, es gibt Gerichte und es gibt auch den Landtagspräsident. Alle Vorwürfe, die erhoben werden, werden geprüft, alle Vorwürfe werden aufgeklärt und danach werden wir uns an dieser Stelle vermutlich auch wieder darüber, wenn das geklärt ist, darüber unterhalten, ob und welche Konsequenzen es gibt. Aber auch erst dann, Herr Kollege Pürsün. Aber auch erst dann. Die Arbeit der Wohlfahrt, das wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, und Sie wissen vielleicht, oder einige wissen von Ihnen, dass ich auch als Sozialarbeiter gearbeitet habe, nicht bei der Arbeit der Wohlfahrt, aber umso mehr trifft es mich, war beim Konkurrenzunternehmen, wenn man das so sagen darf, Internationalen Bund. Und eine Organisation wie die Arbeit der Wohlfahrt, die so großartige Arbeit leistet mit über 100.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern, 150.000 hauptamtlichen Mitarbeitern, damals noch vielen Zivildienstleistenden, auch sie führt Heime, Wohngemeinschaften, Tagesstätten für Kinder, Jugendliche, für Jugendliche, auch für ältere Menschen, Beratungsstellen, so ambulante Pflegedienste für Aussiedler, Ausbildungs- und Weiterbildungsstätten, Frauenhäusern sowie Kurheimen und vielem anderen mehr. Diesen Angestellten und diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss es tatsächlich ein Entsetzen sein, so über ihre Organisation in der Zeitung zu lesen. Und dem können wir uns hier nur anschließen, über dieses Entsetzen. Und umso wichtiger ist es, damit nicht nur die Arbeit der Wohlfahrt aus diesen Vorwürfen herauskommt, sondern insgesamt, der Kollege Schad hat es gesagt, die Wohlfahrtsverbände unter Druck stehen, ob man die Mittel, die man ihnen anvertraut, tatsächlich auch Leistungen entgegenstehen. Umso wichtiger ist diese Aufklärung.
Ich sehe nichts in diesem Land, was diese Aufklärung momentan bremst oder behindert. Die findet statt, und wenn sie stattgefunden hat, werden wir zusammenkommen und darüber beraten, über welche Konsequenzen wir zu reden haben. In diesem Zusammenhang liegt ein FDP-Antrag vor, der die Landesregierung bittet, zu dieser Aufklärung beizutragen. Am 30. Januar diesen Jahres bereits. Und darüber wurden alle Obleute, ich meine sogar der Sozialausschuss selbst, darüber informiert. Es hat sofort eine Recherche der Hessischen Landesregierung im Sozialministerium stattgefunden. Der hessische Sozialminister Kai Klose hat darüber berichtet, mehrfach darüber berichtet, dass er sofort nachgegangen ist der Frage, ob sein Haus oder die hessische Landespolitik im Zusammenhang mit der Arbeit der Wohlfahrt irgendwelche Verträge hat, die zu überprüfen sind, irgendwelche Leistungen womöglich nicht erbracht. Er hat hier berichtet, dass es nur eins oder zwei Fällen war, kann man nachlesen am 30. Januar im Protokoll, nahezu keinerlei direkte Kontakte zwischen dem Ministerium gibt, sondern dass viele Mittel kommunalisiert sind und die Kommunen mit der AWO die Verträge abschließen. Wenn man diese Aufklärung fordert, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, und dann eine Antwort bekommt, dann sollte man sie wenigstens zur Kenntnis nehmen. Das ist das Mindeste, was man von Ihnen erwarten kann. Insofern ist Ihre Forderung nicht neu. Es wurde ihr entsprochen, Sie haben eine Antwort bekommen. Es wurde das, was die hessische Landespolitik betrifft, beantwortet. Das gefällt Ihnen nicht, das steht auf dem anderen Blatt. Ich will deshalb aber noch einmal sagen, wir haben zum Thema Arbeiterwohlfahrt, sind wir fest entschlossen, diese Sachen aufzuklären. Wo immer wir da können, werden wir dazu beitragen. Und wir werden, wenn die Prüfungen stattgefunden haben, durch Staatsanwaltschaft, durch innerverbandliche Prüfung oder durch den Landtagspräsidenten oder andere Behörden und Institutionen, dann werden wir darüber ein Urteil fällen und erst dann. Alles andere fällt unter die Kategorie Vorverurteilung, und ich glaube, das kann keiner hier im Hause wollen im Sinne einer politischen Kultur. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bocklet. Für die Fraktion der AfD ist der nächste Redner der Kollege Volker Richter. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bereits Ende Januar hatte die AfD einen Setzantrag zur AWO im Landtag vorgestellt, welcher von Ihnen mehrheitlich, mehrheitlich abgelehnt wurde. Seit Januar sind nun viele neue Informationen und Erkenntnisse bekannt geworden, welche zum jetzigen Antrag der FDP geführt haben. Gut so, möchten wir sagen, und sehr interessant, dass nur zwei Parteien diese Situation weiter und erheblich tiefer verfolgen möchten, nämlich die FDP und die AfD. CDU und Bündnis 90 die Grünen unterdessen liefern hier einen dringlichen Entschließungsantrag, der völlig außen vor lässt, dass ein Mitglied des Hessischen Landtages ja nun im Brennpunkt des AWO-Skandals steht. Dankeschön. Man könnte also in den eigenen Reihen sofort mit der im Antrag geforderten Transparenz beginnen. Meine Damen und Herren, warum tun Sie das nicht? Erinnern Sie sich bitte an meine Rede Ende Januar zu AWO, wo ich vieles von dem, was im heutigen Antrag der Regierungsparteien steht, genau so gefordert habe. Und ich habe ausgesagt, dass die Arbeiterwohlfahrt wohl an einem Tiefpunkt angelangt sei. Was für eine Fehleinschätzung von meiner Seite aus. Und so muss ich nun wahrhaftig diesen Teil meiner Rede korrigieren. Die AWO scheint noch lange nicht an einem Tiefpunkt angelangt zu sein und mit ihr auch eine Vielzahl an Politikern, deren Verhalten nicht nur als fragwürdig zu bezeichnen ist, sondern wo wir klar die Meinung vertreten, dass sie persönliche Konsequenzen daraus zu ziehen haben und auch seitens des gesellschaftlichen Umfeldes solche Konsequenzen gezogen werden müssen. Das steht nun wahrhaftig außer Frage. Und da wir vorhin, Herr Frömmrich, ich spreche Sie direkt an, von Moral gesprochen haben, das ist das, was auch mit Moral gemeint ist. Dem Ratschlag der AfD, dass die Menschen in unserem Land unbedingt den Glauben an die Integrität von Führungskräften und Politikern zurückgewinnen müssen, ist man weder seitens der SPD noch seitens der Grünen, der Linken oder der CDU gefolgt. Man fordert es nur. Das ist die bittere Lehre nach nun vielen Monaten seit unserem Antrag von Anfang des Jahres. Wobei ich anmerken muss, dass ich im Januar sehr irritiert von meinem Platz als Abgeordneter den Eindruck gewinnen durfte, dass insbesondere ein Landtagsabgeordneter aus diesem Hause von all den Reden zu AWO
so wenig beeindruckt gewesen ist, als beträfe ihn das alles aber auch mal überhaupt nicht. Derselbe Abgeordnete, der Ende Januar so völlig unbeteiligt im Plenum saß, was mein Eindruck war, wusste aber damals doch bereits auch um die heutigen Vorwürfe, die ihm Stück für Stück weitergemacht würden. Und uns soll keiner erzählen, dass die Regierung und die SPD nicht genauestens über die Vorgänge bei der AWO informiert gewesen sind. Wie der Volksmund so schön sagt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ich weiß nicht, ob dieser Ausspruch in diesem Hohen Hause angemessen ist. Aus dem Grund stelle ich das nur in den Raum, weil es genau so bei den Bürgern unseres Landes ankommt. Und da sollten Politiker das Recht haben, im Sinne des Volkes auch so sprechen zu dürfen, dass das Volk es auch versteht. Von der AfD kommt angesichts der Vorgänge, die uns weiter häppchenweise präsentiert werden, ebenfalls ein dringlicher Entschließungsantrag. Denn unsere Bitte vom Ende Januar dieses Jahres ist niemand von Ihnen nachgekommen, nämlich dass es eine restlose Aufklärung gibt und, falls man es im Hessischen Landtag noch nicht bemerkt hat, betone ich es noch einmal, in die Situation um die AWO ist nun einmal auch ein Abgeordneter aus dem Hessischen Landtag verwickelt. Ein Abgeordneter, der im Sozial- und Integrationsausschuss schon einmal gern für Transparenz und Klarheit sorgen möchte und was nun mit dem dringlichen Entschließungsantrag der CDU und GRÜNEN noch unterstrichen wird. Das ist doch wahrhaftig nicht mehr ernst zu nehmen, meine Damen und Herren. Alles, was Sie heute schreiben, haben Sie brüsk von sich gewiesen. Das ist der eigentliche Skandal. Skandal, anders kann man es wirklich nicht mehr ausdrücken. Wenn dann sogar tatsächlich versucht wird, einen Abgeordneten der Regierungskoalition zu schützen, und das ist eben von der FDP völlig richtig gesagt worden, so wäre dies dann allerdings nicht mehr zu überbieten und absolut unglaublich. Nein, wir gehen aber davon aus als AfD, dass jeder Parlamentarier im Hessischen Landtag den Anträgen von AfD und FDP zustimmt, um Schaden von uns allen zu nehmen. Denn interessant ist es schon, wenn gerade seitens der GRÜNEN stets mit Fingern, und hier gehe ich auf uns ein, auf die AfD gezeigt wird, diese als ausländerfeindlich bezeichnet und weiter vielen Beschimpfungen ausgesetzt ist. Aber doch gerade bei der AWO klar ersichtlich wird, dass hier die selbsternannten grünen Saubermänner auf dem Rücken von Migranten ihre eigene Klientel bedienen. Und seien Sie mir ruhig böse, wenn ich wiederhole, was ich in ähnlicher Form schon bereits im letzten Sozial- und Integrationsausschuss gesagt habe. Ihre Politik ist nicht darauf ausgerichtet, Fluchtursachen zu beseitigen. Ihre Politik ist darauf ausgerichtet, nur wenigen Menschen unter dem Vorwand der Menschlichkeit in Not zu helfen, sich moralisch dann zu erhöhen, um davon sogar noch selbst zu profitieren. Wir als AfD bekommen dann von Ihnen wiederum, was wir heute auch sehr deutlich gehört haben im Laufe des Tages, den schwarzen Peter Ihrer Politik zugeschoben. Und so erklärt sich auch Ihr Schweigen bei Angriffen auf AfD-Politiker. Und hier sage ich etwas ganz deutlich. Die Drohmails, die Kollegen aus dem Hause hier bekommen, sind absolut verwerflich. Ich sage das ganz deutlich für unsere Fraktion. Keiner weiß besser, wie es ist. Keiner weiß besser, wie es ist, wenn man diesem Druck ausgesetzt ist und man aus dem Fenster schaut und mittlerweile schon von dem Polizeiauto das Geräusch hört. Man erkennt es, wenn es vorbeifährt. Das muss jedem, der das macht, oder jedem, der dazu anstiftet, klar sein. Das ist Psychoterror. Und das ist niemandem zuzumuten. Und deswegen wehren wir uns auch sehr dagegen, in diese Richtung eingestuft zu werden. Wir werden es immer und überall verurteilen. Ihnen aber geht es vielleicht nicht ganz so um Gerechtigkeit oder um Gleichheit. Es geht Ihnen einzig und allein um eigene Vorteile. Und das muss dort tatsächlich vollumfänglich mit Transparenz und Klarheit aufgeklärt werden. Sie können natürlich diese Anträge von uns erneut ablehnen, aber welches Licht würde dies auf Sie und Ihre Politik werfen? Und da fragt man sich dann vielleicht doch, und auch ein bisschen polemisch gebe ich zu, wie viel Geld spenden denn politische Profiteure so von Ihren Einnahmen, die Sie an Menschen in Not erzielen? Diese Frage sollte beantwortet werden, und ich wiederhole sie noch einmal. Wie viel Geld, welches auf dem Rücken von Migranten, von Politikern eingenommen wurde, wird an diese Menschen wieder zurückgegeben? Mit dem Geld anderer lässt sich leicht protzen, mit dem Geld der Steuerzahler sowieso. Und wenn diese irgendwann nicht mehr können und vielleicht auch nicht mehr wollen, dann sind es eben in Ihren Augen ganz, ganz böse Menschen. Logisch stören diese doch ein gut ausgeklügeltes System, an dem viele profitieren. So einfach funktioniert die Welt der GRÜNEN. Aber das kennen wir aus vielen politischen Feldern, eine schier unerträgliche Doppelmoral. Grün zu wählen ist
eine Art Ablasshandel der modernen Welt. Wenn man grün wählt, kann man sich so ziemlich alles erlauben. Das geht auch für Angaben in, das gehört absolut zum Thema. Das gilt auch für Angaben in Bezug auf Beschäftigungsverhältnisse, wo erst bei einer nochmaligen Nachprüfung seitens des Landtagspräsidiums der betreffende Abgeordnete zugeben hat, dass er eben nicht in der ursprünglichen Position gearbeitet hat, sondern bei einer anderen Tochtergesellschaft der AWO als Geschäftsführer tätig war. Wenn tatsächlich verrichtete Arbeitsleistungen in einem solchen Fall wohl bis heute nicht auffindbar sind und man gar nicht weiß, wofür man überhaupt Geld erhalten hat, ist das natürlich nicht verwunderlich, wenn der Abgeordnete das nicht mehr weiß. Natürlich könnte der betreffende Abgeordnete auch Butter bei die Fische geben. Davon ist aber derzeit dort nicht auszugehen, denn überraschenderweise war gerade das Tochterunternehmen, bei welchem dieser als Geschäftsführer gearbeitet hat, mit der Betreuung, Gesundheit zweier Flüchtlingsheime betreut. Und deswegen bin ich sehr wohl bei dem Thema, was ich gesagt habe. Dass da seitens der betreffenden Gesellschaft wohl überhöhte Vergütungsbeiträge als vermeintlich leistungsgemäße Entgeltzahlung gegenüber der Stadt Frankfurt abgerechnet wurden, möchte ich nur am Rand betonen. Das Wort Sumpf bekommt angesichts solcher Situationen mal wirklich eine ganz eigene Definition, wenn dies nicht seitens der hessischen Landespolitik aufgearbeitet wird. Und so hat die FDP mit ihrem Antrag weitergeführt, was wir im Januar als AfD begonnen haben und nun im dringlichen Entschließungsantrag erheblich verstärken möchten. Denn die Bürger haben ein Recht darauf, ob ein Teil jener Politiker, die so vehement für die Rettung anderer eintreten, dies aus Eigennutz betreiben oder aus wahrer Menschenliebe. Darin ist ein großer Unterschied. Betrachten wir die Gesamtsituation, sage ich das, was ich schon einmal gesagt habe und was auch mein Eindruck ist und der auch vieler Menschen. Das linke Parteienspektrum in Deutschland hat sich die Fluchtbewegung auf unserer Welt zur Geschäftsgrundlage gemacht und bedient damit sowohl moralisch ihren politischen Hintergrund als auch finanziell ihre eigene Klientel. Damit treffen Sie mich überhaupt nicht, weil ich in keinster Form rassistisch bin. Das können Sie völlig vergessen. In gar keinster Form. Da brauchen Sie auch nicht lachen. Das findet überhaupt nicht statt. Mir ist jeder Mensch gleich viel wert. Da unser sehr weitgehender Setzantrag im Januar diesen Jahres abgelehnt wurde, wo wir eine komplette Untersuchung aller Gliederungen der AWO gefordert hatten, um eben das Vertrauen in die Politik wieder zu schaffen, welches die FDP auch anmahnt, bleibt uns heute nur noch darauf zu drängen, weiter Licht ins Dunkel zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Richter. Für die Fraktion der Sozialdemokraten spricht der Kollege Gernot Grumbach. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn es eine Frage der Sozialpolitik gewesen wäre, stünde hier die Fachsprecherin. Aber wie die Reden fast alle gezeigt haben, geht es überhaupt nicht um die Frage von Sozialpolitik, sondern es geht um eine Form von Wahlkampf. Das ist ja das Spannende. Ich kann jedem empfehlen, das Protokoll der heutigen Sitzung nachzulesen. Sie werden feststellen, der Genosse Pürsün hat angefangen, er redet nicht über den Zustand der AWO, er redet über die Grünen. Der Kollege von der CDU hat ein Drittel seiner Redezeit darauf verwandt, nicht über die AWO zu reden, sondern die Frage der Grünen oder der SPD. So, es geht hier im Moment im Kern nicht, hier reden nicht die Freunde der AWO, sondern hier wird ein Thema instrumentalisiert. Und ich finde, aus jedem Redebeitrag wird das deutlich. Am extremsten, das setzt die Debatte von heute Vormittag fort, ist das bei der AfD. Weil wer den AfD-Antrag, den Text liest, wird feststellen, dass dort das Wort soll, dass dort steht etwaige Verstrickung und so weiter und so fort. Das ist ein Teil alter, extrem rechter Strategie, indem man statt über Tatsachen zu reden, versucht sozusagen, Storys, die nicht bestätigt sind, zu benutzen, um zu sagen, das ist aber so. Das Risiko jedes Redners, der darauf antwortet und dass der Mechanismus dahinter steht, ist, wenn er dem widerspricht, und das soll war wahr, was man bei niemandem in dieser Welt ausschließen kann, hat er hinterher den Vorwurf zu sagen, du hast jemanden verteidigt, den du nicht hättest verteidigen dürfen. So, und genau dieses Risiko muss man eingehen, weil diese Art von Umgang mit Fakten einer ist, der mit Rechtsstaat nichts zu tun hat, der mit Umgang von Menschen nichts zu tun hat, sondern Vorverurteilung ist. So.
Genau das ist der Punkt, wo, wie gesagt, das Instrument, das Sie nutzen, der Demokratie eher schadet als nutzt. Ich habe im Januar ja schon einmal dazu geredet. Ich wiederhole meine ersten zwei Sätze, weil an denen ist nichts zurückzunehmen. Jeder, der es gut mit der AWO meint, wird sagen, reden müssen, dafür sorgen müssen, dass alles aufgeklärt wird, was es da gibt, bis ins letzte Detail. Und jeder wird dafür sorgen müssen, dass jeder Cent, der unrechtmäßig geflossen ist, zurück an die fließt, denen er gehört, im Wesentlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. So. Und ich finde auch völlig richtig, dass CDU und GRÜNE im Antrag das Transparenzregister noch einmal in den Mittelpunkt gestellt haben, weil auch das wird nötig sein, weil das ein vorbeugendes Mittel gegen solche Geschichten ist. Was ich aber faszinierend finde, ist eine Partei wie die FDP, die sozusagen das Bürgerengagement eigentlich mal unterstützt hat in ihren früheren Tagen, der Meinung ist, es sei jetzt Staatsaufgabe, zu kontrollieren, was in einem Laden passiert, der selber in Schwierigkeiten ist. Und dann schauen Sie sich das doch mal bitte an. Glauben Sie vielleicht Petra Rossbrey? Glauben Sie vielleicht Barbara Dembowski? Oder glauben Sie vielleicht Joachim Hessenauer, haben sich das Ende Ihres Berufslebens so vorgestellt, dass Sie ehrenamtlich ohne Bezahlung normale Arbeitstage leisten müssen, um in der Scheiße zu wühlen und aufzuräumen, was aufzuräumen gibt? Bürgerschaftliches Engagement heißt, die Leute können das. Und mit Verlaub, da habe ich ein höheres Vertrauen als Sie in die Leute, die das machen, weil Sie haben ja gezeigt, was Sie tun. Sie haben die rausgeschmissen. Sie haben die gekündigt. Sie nehmen Prozesse in Kauf, die nicht ganz einfach sind, weil manche Rechtslage nicht einfach nur links und rechts geht. So. Das ist das, was die Mitglieder der AWO in ihren Funktionen heute leisten. Und ich finde, wir sollten ihnen dankbar sein, als ihnen sozusagen heute nachträglich hinterzutreten, indem wir sie unter Generalverdacht stellen. Und natürlich muss man zu seinen Federn stehen. Aber nehmen wir einmal den AfD-Beitrag. Da merkt man es deutlich. Ich frage mich, ob ein Teil der Politiker, die sozusagen den Menschen helfen, aus Eigennutz handelt. Hier redet keiner von denen, die sich bereichert haben an der AWO, sondern es geht um Politiker plötzlich. Es geht nicht um das Schlachtfeld, sozusagen, wie Strukturen so missraten können, dass sie in der Lage sind, in einer ehrenamtlichen Struktur solche Beträge auszugeben. So, darum geht es gar nicht. So, es geht darum, zu klären, das sei Teil eines bestimmten Teils von Politik. Und ich finde, das müssten wir als Politiker alle zurückweisen. Weil viele von uns haben ihre Leben ehrenamtlich angefangen. Keiner sitzt hier von Geburt oder vom Abitur an dem Parlament, jedenfalls fast keiner. Und an der Stelle werden wir, glaube ich, mal ein Stück Punkt finden müssen, wo wir über die Sachen reden, die zu klären sind, und die Sachen reden, für die sie benutzt werden. Es gibt einen weiteren Punkt, wo ich noch einmal sehr klar wiederholen will, weil ich glaube, dass hier ein Gesellschaftsbild verrückt wird. Ich finde es völlig in Ordnung, dass untersucht wird, wie die Einstellungsverträge sozusagen für die Frau des Frankfurter Oberbürgermeisters gelaufen sind. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, diese Frau zum abhängigen Anhängsel ihres Mannes zu machen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir seit Jahrzehnten versucht haben, und das ist das Gegenteil von dem, mit Verlaub, was dieser Frau zusteht. Selbst wenn alle Behauptungen über diesen Vertrag stimmen, selbst dann ist das etwas, was mit Frau Feldmann auszumachen ist und was jemand, der sich so raufgekämpft hat, auch selber verantworten kann. Alles andere ist das Gegenteil von Frauenemanzipation. Muss man in der Frage relativ deutlich sagen. Letzter Punkt, und da bin ich dann durchaus den Koalitionsfraktionen dankbar. Wir haben uns mit ein paar Fragen zu beschäftigen, die ein bisschen über diese Frage, wir nutzen das parteipolitisch aus, hinausgeht. Die erste Frage ist, wie können wir Organisationen, die aus dem Ehrenamt entstanden sind, davor bewahren, dass, wenn sie ehrenamtlich nicht mehr in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen, so kontrolliert und beaufsichtigt werden können, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Weil das ist ja nicht das erste Mal und nicht die erste Organisation. Ich meine, ich bin alt genug, um mich an viele Dinge zu erinnern. Übrigens nur für denjenigen, die so begeistert sagen, die AWO ist schlimm, die Politik ist, wir von unserer Partei sind gut, kann ich mich an
30 Spendenskandale, an viele kleine Dinge erinnern, die ich gar nicht aufzählen will, wo nur alle Beteiligten heute noch in politischen Mandaten sind. Und es ist überhaupt nichts drauf passiert. Also diese Heuchelei können Sie uns bitte ersparen. Aber im Klaren, es geht erstens darum, insofern ist der Ansatz mit dem Transparenzregister genau richtig, es geht darum zu klären, sozusagen, wie man staatliche Ausgaben so auch ausgibt, dass sie kontrollierbar sind, dass sie für jeden nachvollziehbar sind. Es geht darum, aber auch Kontrollmechanismen zu schaffen, die dieses Gleichgewicht von Ehrenamt und Hauptamtlichkeit in einer Weise wiederherstellen, dass das eben nicht missbraucht werden kann. Dazu gehört dann auch eine gesunde Portion Misstrauen. Das ist so. Damit werden alle Beteiligten leben müssen, dass man ihnen genauer auf die Finger guckt. Und ein Teil dieses Misstrauens wird man institutionalisieren müssen. Da wird man klären müssen, sozusagen, wie die Kontrolle ist. Und dann ist dann auch die Frage, ob die Kommunen oder wer auch immer die Geldgeber sind, diese Kontrolle dann auch ausüben. So, ich denke, dass wir an der Stelle an einem Punkt sind, wo wir, glaube ich, über ein bisschen mehr reden, als nur über die Frage, kann man das jetzt politisch benutzen, sondern wir stehen an der Stelle, diese Gesellschaft wird nicht funktionieren ohne die 40.000 in Hessen Abo-Ehrenamtlichen. Und diese 40.000 sind die Träger. Und unser Job ist es, sie zu schützen. Und deswegen war der AfD-Antrag das letzte Mal eine solche Frechheit. Weil der hat nicht Täter in den Blick genommen, sondern der hat die 40.000 unter Generalverdacht gestellt. Und diese Art von Generalverdacht ist eine Sorte von Vorgehen, die gar nichts mehr mit Aufklärung zu tun hat, sondern die Auseinandersetzung mit einer Organisation ist, in der AfD-Mitglieder aus gutem Grund nicht Mitglied werden können. Und das finde ich auch okay so.